Jo Leute, was geht ab? Willkommen hier auf meinem Guide Me Kanal. Ich bin der Steven. Ich lebe seit über 10 Jahren hier in Heidelberg und diese wundervolle Stadt, die stelle ich euch jetzt mal vor. Da euer Aufenthalt hier in Heidelberg höchstwahrscheinlich mit der Parkplatzsuche beginnt, solltet ihr wissen, dass das Kaufhof-Parkhaus das günstigste im Stadtzentrum ist. Hier bezahlt ihr für ein 24-Stunden-Ticket 16 Euro. Heidelberg hat die längste Fußgängerzone Deutschlands. Die beginnt hier hinter mir am Bismarckplatz und sie endet nach 1,4 Kilometern hier hinter mir an der Heiliggeistkirche, welche die größte Kirche hier in Heidelberg ist. Sie wurde erstmals 1239 erwähnt und oben im Kirchturm der Heiliggeistkirche, da befindet sich ein Wanderfalkennest, welches ihr über einen Livestream bzw. eine Webcam einsehen könnt, und den Link zu der Webcam, den habe ich euch in die Videobeschreibung gesetzt. Und nur wenige Meter von der Heiliggeistkirche entfernt findet ihr den Kornmarkt mit der Kornmarkt-Madonna, die ihr hier hinter mir auf dem Brunnen seht und die im Jahre 1718 erbaut wurde. Hier hinter mir seht ihr den Brückenaffe. Der hat einen Teller in der Hand, der Glück bringen soll, wenn man darüber streicht. Und von dem Brückenaffe, davon gibt es noch zwei weitere. Einer steht in Dänemark und ein weiterer steht in Wertheim am Rhein. Hier hinter mir seht ihr das Brückentor zur alten Brücke. Und hier oben drin befindet sich die teuerste Wohnung Heidelbergs. Sie ist 21 Quadratmeter groß und kostet 4.900 Euro Warmmiete monatlich. Darf jedoch aufgrund des Denkmalschutzes des Gebäudes nicht bezogen werden. Eine weitere Sehenswürdigkeit hier in Heidelberg ist der Heidelberger Liebesstein hier. Der wurde von der Stadtverwaltung aufgestellt, damit Liebespaare ihre Schlösser dort anbringen können und nicht an der unweit entfernten Karl-Theodor-Brücke, die seht ihr hier, denn diese steht unter Denkmalschutz. Eine weitere Sehenswürdigkeit hier in Heidelberg ist der Heidelberger Schlangenweg. Den seht ihr hier hinter mir. Der ist 500 Meter lang und wurde als ehemaliger Weinbergpfad angelegt. Der Aufstieg zum Schlangenweg befindet sich direkt gegenüber der Karl-Theodor-Brücke. Und wenn ihr erstmal oben angekommen seid, erwartet euch diese tolle Aussicht. Und die wohl mit Abstand beliebteste Sehenswürdigkeit hier in Heidelberg, das Heidelberger Schloss. Das Schloss Heidel ist Namensgeber für die Stadt Heidelberg. Es wurde 1214 erbaut und diente den Kurfürsten der Kurpfalz als Residenz. Und im Schlossgarten erwartet euch dieser wundervolle Ausblick. Und wenn ihr nach dem Heidelberger Schloss noch hoch zum Königstuhl wollt, fahrt ihr am besten hier mit der Bergbahnstation. Die befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Schloss. Zu den Top-Sehenswürdigkeiten hier in Heidelberg gehört der Königstuhl. Den solltet ihr unbedingt besuchen, und einmal oben angekommen, erwartet euch diese wundervolle Aussicht. Zugang zur Aussichtsplattform auf dem Königstuhl ist natürlich kostenlos, genauso wie die Parkmöglichkeiten. Eine weitere Sehenswürdigkeit hier in Heidelberg ist die Thingstätte. Sie befindet sich westlich der Altstadt und wurde Ende der 30er von den Nazis erbaut. Die Thingstätte wird heute hauptsächlich für Open-Air-Veranstaltungen genutzt. Und der Zutritt zur Thingstätte ist kostenlos. Und ganz in der Nähe der Thingstätte findet ihr die Ruinen des Stephanskloster, das im 12. Jahrhundert erbaut wurde und genau wie die Thingstätte auf dem Heiligenberg liegt. Und wenn ihr mit dem eigenen Fahrzeug auf die Thingstätte anreist, dann habt ihr hier jede Menge kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Eine weitere Sehenswürdigkeit hier in Heidelberg ist der Ehrenfriedhof. Er ist etwas außerhalb gelegen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu erreichen. Der Ehrenfriedhof wurde zu Ehren der im Ersten Weltkrieg gefallenen deutschen Soldaten angelegt, und neben den gefallenen deutschen Soldaten wurden hier auch 24 russische Soldaten beigesetzt, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind.
Eine weitere Sehenswürdigkeit hier in Heidelberg ist das Karlstor. Hier hinter mir, das war ein Geschenk der Bürger an den Kurfürsten Karl Theodor. Wurde 1781 fertiggestellt und markiert das östliche Ende der Altstadt. Hier hinter mir seht ihr die Heidelberger Himmelsleiter. Sie hat 1335 Stufen und überwindet 620 Höhenmeter. Sie gehört zu den wohl am wenigsten touristisch besuchten Sehenswürdigkeiten hier in Heidelberg. Wenn ihr die Himmelsleiter hinaufsteigen wollt, solltet ihr auf jeden Fall daran achten, dass ihr geeignetes Schuhwerk anhabt, und auf jeden Fall benötigt ihr eine Menge Kondition. Und natürlich sollte auch nach dem Abstieg der Himmelstreppe oder generell eine kleine Stärkung nicht zu kurz kommen. Zum Beispiel hier hinter mir im Heidelberger Biermuseum seid ihr mit über 100 verschiedenen Biersorten bestens aufgehoben. Und wenn ihr in Heidelberg den besten Kaffee trinken wollt, findet ihr ihn hier im Café Nerd. Ich habe mir jetzt hier einen Cappuccino geholt. Der kostet 3,30 Euro und ist mega lecker. Hier hinter mir bei Heidelbonbon, da könnt ihr Süßspeisen selbst machen. Hier hinter mir seht ihr die Schokolaterie Knösel, bei der ihr einen echten Heidelberger Studentenkuss bekommt. So sieht der aus, wird bei der Schokolaterie Knösel seit 1863 selbst gemacht und ist sehr lecker. Und die Heidelberger Universität, an der Philosophie Pflichtfach war, ist die älteste Universität Deutschlands. Und wer hier keine Lust hatte zu lernen, der kam in den Kerker. Und zwar hier hinter mir im Studentenkarzer. Der befindet sich direkt auf der Rückseite der Universität Heidelberg. Das wohl einzige Gefängnis für lernfaule Studenten. So Leute, das waren ein paar Sehenswürdigkeiten und Insider-Tipps aus dem wundervollen Heidelberg, meiner Wahlheimat. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da oder ein Abo oder einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.